Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, letzte Folge haben wir nun endlich Bosia befreit, aber wir haben hier noch ein paar Aufträge hier für unsere Waffe, die wir immer noch nicht fertig haben. Und ja, darum kümmern wir uns jetzt erstmal. So, von Reagenz und Kompetenz. Da haben wir hier drei Quests, von denen wir ja die Items sammeln sollten. Also jeweils 30. Gut, von ein paar habe ich hier ein bisschen mehr, weil ich die auf dem Schlachtfeld nochmal bekommen habe, obwohl ich schon 30 hatte, aber gut, egal. So, von Reagenz und Kompetenz. Die Mitarbeiterin des Hauses der Wunde, sie ist übrigens Saika, ist mit dem Reagenz bereits hier in Gangos. Konntest du die geforderten Maschinenteile besorgen? Ja, bitteschön. Die Teile aus den Alexander Raids. Ausgezeichnete Qualität, vielen Dank. Hier ist das versprochene Reagenz. Oh, du bist auch im Waffengeschäft, oder? Immer eine Freunde, Gleichgesinnte zu treffen. Vielen Dank übrigens, dass du extra den weiten Weg auf dich genommen hast. Ach, nicht der Rede wert. Da ich selbst schon einige Waffen repariert und verändert habe, finde ich es äußerst spannend, was ihr hier vorhabt. Leider habe ich zu tun und muss mich schon wieder verabschieden. Aber vielleicht schaut ihr mal in Vorhalde vorbei, wenn eure Arbeit getan ist. Und erzählt mir, wie es so gelaufen ist. Ich kenne ein paar gute Goblin-Schnäpse, die sich hervorragend eignen, um Erfolge zu begießen. Hast du nicht etwas vergessen? Ach richtig, da war ja noch was. Ihr hättet doch sicher nichts dagegen, das Reagenz in Zukunft exklusiv und in rauen Mengen bei mir zu erwerben, oder? Die Goblins würden sich freuen und ich bräuchte dann nicht mehr bei ihren Klinken zu putzen. Außerdem, wenn ihr ausreichend Vorrat von dem Reagenz habt, könntet ihr auch nach Lust und Laune mit euren Waffen experimentieren. Es wäre für beide Seiten ein Gewinn, findet ihr nicht? Über kurz oder lang werden wir sicher mehr von den Reagenz benötigen. Aber ob das gleich eine Großbestellung rechtfertigt? Betrachte es einfach als Freundschaftsdienst unter Handwerkern. Wir müssen doch zusammenhalten, oder etwa nicht? Nichts da. Ich kenne auch das Haus der Wunder. Wenn man euch auch nur den kleinen Finger hinhält, legt ihr einem gleich die Hand in Fesseln. Das kannst du dir schön von der Backe putzen. Nimm es Geralt bitte nicht übel. Diplomatie war noch nie seine Stärke. Allerdings muss ich zugeben, dass auch ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, Rowena hätte bei einem solchen Verzag Hintergedanken. Heuer nur ein Vorschlag. Wenn ihr euch diese einmalige Gelegenheit entgehen lassen wollt, dann ist das natürlich euer gutes Recht. Solange ihr die nötigen Teile liefert, können wir weiterhandeln. Meine Einladung steht trotzdem, also haben wir die Sachen hier fertig und lasst euch dann frohe Halle blicken. Sie scheint Geralt seinen kleinen Wutausbruch nicht wirklich übel genommen zu haben. Vielleicht lag ihr weniger an dem Großverkauf, als man von einer Mitarbeiterin des Hauses der Wunder erwarten sollte. Okay. Gut, dann Legierungserklärung. Reganas Mitarbeiterinnen sind bereits eingetroffen. Hast du genug Inspiration für deine Aufzeichnung finden können? Ja, in den Hitzen der Schlacht 1 und 2, die aus den Omega Raids. ...29.30, wie angefordert. Wunderbar. Hier ist die gewünschte Legierung. Es ist uns eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Dürfte ich jedoch fragen, warum Regana gleich zwei von euch geschickt hat? In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Transaktion wollte Regana nichts dem Zufall überlassen. Außerdem sind 60 Druckerzeugnisse ja auch nicht gerade leicht. Da wollten wir die Last gerne teilen. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb wir zu zweit gekommen sind. Diese markigen Muskeln, dieses kantige Kinn. Du bist sicher Geralt, der berühmte Schmied, nicht wahr? Wir haben schon viel über deine kunstvollen Schöpfungen gehört.
Richtig, ein Meisterschmied, dessen betont gutes Aussehen nur von seinem scharfen Verstand und Sinn für ein gutes Geschäft in den Schatten gestellt wird. Deshalb sind wir gekommen, um dir ein unschlagbares Angebot zu machen. Ein Exklusivvertrag über die Abnahme unserer Legierung. Denn wer außer dir sollte sonst ihr volles Potenzial ausschöpfen können? Na, es freut mich ja sehr, dass hier endlich jemand meine Vorzüge erkennt. Mir schwebt da auch schon länger eine neue Serie von Teekesseln vor, für die die Legierung prima gebrauchen könnte. Die Aufzeichnungen kannst du dir dann aber selbst schreiben oder Rowena wäre sicher hellauf begeistert. Ja, die Aufzeichnung kannst du dir selbst schreiben für deine Teekessel. Das ist unfair. Du weißt genau, dass die Schriftstellerei nicht gerade mein Steckenpferd ist. Und überhaupt, was, wenn Rowena herausfindet, dass nicht du sie geschrieben hat? Ich fürchte, in diesem Fall muss ich das nette Angebot leider ablehnen. Rowena scheint dich hier ganz schön in den Finger gewickelt zu haben. Wie enttäuschend. Naja, vermutlich ist es besser so. Am Ende würden wir nur selbst ihren Argwohn auf uns ziehen. Tut uns ja wirklich furchtbar leid, Regala, aber wir haben es zumindest versucht. Vielleicht solltest du es einfach auf die geradlinige Art durchziehen. Und vielleicht solltet ihr zusehen, dass ihr lang gewinnt? Ja, vielleicht. Wenn der Widerstand uns mal wieder braucht, sind wir immer zu Diensten. In diesem Sinne, auf bald! Sehr verdächtig. So, und zuletzt noch. So, Reganas Mitarbeiterin ist bereits hier und hat die Tafel mitgebracht. Konntest du die Erinnerung besorgen? Ja, Erinnerungsklumpen der Last und der Wildheit aus den Eden Raids. Die dürften ihren Dienst erfüllen. Vielen Dank. Hier sind die versprochenen Tafeln. Damals sind wir nun den neuen Waffen des Widerstands einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Wir sind dir wirklich zu großem Dank verpflichtet. Ach was, nicht der Rede wert. Mir hat's geholfen, mein enormes Pensum bei Rowena ein wenig abzuarbeiten. Und vielleicht hilft's mir ja auch bei der Lösung von Reganas kleinen Problem. Was für ein Problem. Damit will ich euch nicht beerdigen. Kommen wir lieber zu etwas anderem. Der wohlriechende Herr dort drüben ist Geralt, nicht wahr? Der größte Schmied, den Eorzea je gesehen hat. Ich hätte da ein unschlagbares Angebot für dich. Warum nimmst du die magischen Tafeln nicht im großen Stil bei mir ab? Jemand mit deinen Fähigkeiten könnte die damit gefertigten Waffen sicher gewinnbringend an den Widerstand verkaufen und vielleicht sogar so viel Geld einfahren, dass sie zur Tilgung seiner Schulden reicht. Ein unverständlicher Vorschlag, oder? Klingt zwar verlockend, aber ich habe nicht vor, mehr zu arbeiten, als ich muss. Und außerdem kann ich schlecht Tero oder den Widerstand auf der Tasche legen, um meine Probleme aus der Welt zu schaffen. Das wäre auch gar nicht möglich. Unsere Kassen sind leider nicht gut genug gefüllt, um uns auf solche Geschäfte einzulassen. Unsere einfachen Soldaten werden sich mit normalen Waffen begnügen müssen. Na gut, wenn ihr es euch anders überlegt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden. Natürlich. Vielen Dank. Ehrlich gesagt hatte ich etwas härtere Verhandlungen erwartet. Stimmt schon, Rowenas Mitarbeiter können ziemlich hartnäckig sein, wenn es sein muss. Und ich bin da keine Ausnahme. Aber wir haben auch eine herzliche Seite, ob ihr es glaubt oder nicht. Viel Glück bei deinem Vorhaben hier, Regana. Danke. Es ist schade, dass sie dein Angebot nicht annehmen wollten, aber deine Hilfe rechne ich dir dennoch hoch an. Ich habe gut daran getan, dich herzurufen. Du hast alle drei erforderlichen Materialien zur Herstellung der neuen Waffe des Widerstands im Haus der Wunde eingetauscht. Frag bei Geralt in Gangus nach, was als nächstes zu tun ist. Als nächstes. Okay. Ah, Moment. Hier.
auffällig abwesend. Vielen Dank für deine Mühen, Theo. Wir haben jetzt fast alles, was wir für die Verbesserung der Waffe des Widerstands brauchen. Geralt war in der Zwischenzeit ebenfalls nicht untätig und hat darüber nachgesonnen, wie wir das bestmögliche Ergebnis erzielen können. Sind durch die ganzen alten Schinken mit Bosia und Gunhildira zu kämpfen, war nicht leicht. Das könnt ihr mir glauben. Mein Kopf dröhnt, als hätte ich fässerweise rumgeleert. Im Gegensatz zu meinen üblichen Zechen-Eskapaden hat das Ganze aber immerhin auch Früchte getragen. Und ich weiß jetzt ziemlich genau, wie ich die Verbesserung angehen muss. Fehlen also nur noch die kristallierten Emotionen. Und wenn die Waffe fertig ist, kann Reganas Speichersystem den Feinschliff übernehmen und sie perfekt auf Theo abstimmen. Ist doch so, oder? Wir haben alles versucht und doch nichts erreicht. Sie lassen mir keine Wahl. Der Vertrag muss nachverhandelt werden. Regana? Was? Oh, das Speichersystem, natürlich. Nach einer Analyse der jüngst gefundenen Kristalle konnten die fähigen Mitarbeiter der Gallup Metallwerke alle nötigen Anpassungen daran vornehmen. Bip, bip. Alle Vorbereitungen für die Parameteranpassung abgeschlossen. Doch zunächst eine Nachricht unserer Sponsoren vom Haus der Wunder. Seht ihr? Es ist alles in trockenen Tüchern. Wenn ihr mich nun kurz entschuldigen würdet, ich muss mich noch um etwas Geschäftliches kümmern. Bitte ruft mich, wenn ihr soweit seid. Geht es nur mir so oder wirkte die gerade ziemlich neben der Spur? Jetzt wo du es sagst, alle ihre Mitarbeiterinnen da, als ihre Mitarbeiterin da waren, hat sie sich auch seltsam benommen. Kümmert ihr euch bitte um die Waffe des Widerstands. Ich werde in der Zwischenzeit versuchen herauszufinden, um welche Geschäfte sie sich da genau kümmern muss. Also gut, packen wir es an. Und mit wir meine ich natürlich hauptsächlich dich, Theo. Geh raus da und hol uns ein paar von diesen, ist doch eigentlich auch egal, wie die Dinger heißen, Emotionen halt. Wenn du uns sonst, wenn du sonst irgendwas brauchst, sprich einfach mit Zoltron. Du gibst dir nicht einmal mehr den Hauch von etwas Mühe, oder? Ja. Na, wie auch immer. An die Arbeit, meine Herren. Gut, was müssen wir denn dafür jetzt machen? Wir stehen kurz vor einem Durchbruch, von dem unsere Ahnen nur träumen konnten. Jetzt brauchen wir nur noch eine ausreichende Menge reiner Emotionen. Bis zu seiner Rückkehr habe ich hoffentlich mehr über Reganas Pläne herausgefunden. Viel Erfolg, Theo! So, du kannst bei Zlatan nun einen neuen Auftrag aus der Reihe Waffe des Widerstands annehmen. Ja gut, wahrhaftiger Widerstand. So, natürlich machen wir es als Rotmagier, was auch sonst. Die neue Kristallart, von der ich dir berichtet habe, wurde erstmals in Sathnor gefunden. Wir glauben, dass sie ähnlich den Erinnerungsklumpen an Orten entstand, wo die Emotionen in Schlachten besonders hochschlugen. Jemand, der so unerschütterlich ist wie du, wird sich also vermutlich den gefährlichsten der kaiserlichen Truppen stellen müssen, um seine Emotionen in Ballung zu bringen. 15 kristallisierte Emotionen sollten übrigens ausreichen, um unseren Zweck zu erfüllen. Emotionsklumpen der Glorie können in Dilupum Reginae, in kritischen Gefechten auf der Sathnor Hochebene oder in Sturm auf die Dalriada erbeutet werden. Darüber hinaus lassen sie sich in allen Dungeons der Stufe 70 oder der Himmelssäule finden. Ja, das heißt dann wahrscheinlich 15 mal Level 70er Dungeons laufen. So. Aber gut. So, jetzt gehe ich erstmal zurück zu unserem kleinen Häuschen. So. Denn ich habe letztens für die Bosia-Klumpen da dieses Magazin von der Vartan gekauft. Das ist die Frisur, die der Leon hatte.
Und die wollte ich mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja für uns mal eine neue Frisur. Deswegen mal gucken. So, mal kurz so. Gut, Frisur, wo haben wir sie denn? Okay. Ich glaube, das lasse ich mal so. Gut, dann erstmal raus hier wieder. Ja, doch, ich glaube, die gefällt mir sogar einigermaßen. Ja, gut, die Haare sind zwar etwas lang, dass sie von den Ausrüstungsgegenständen etwas verdeckt werden, aber gut. Ich denke mal, das passt so. Gut, mal ein bisschen was Neues wieder. So, zurück nach Gangus. Und ja, da die Folge jetzt sonst viel zu kurz wäre, mache ich es ganz anders. Und zwar, ich mache einfach nur einen kurzen Schnitt. Werde in der Zwischenzeit jetzt erstmal diese 15 Emotionsklumpen der Glorie sammeln. Und dann geht's hier dann direkt weiter für euch. Also, ja. Sobald wir dann die Quest fertig haben, können wir endlich unsere Waffe vollenden und dann, ja. War es das auch erstmal. Gut, dann hier ein kurzer Schnitt und dann für euch dann bis gleich. So, und da geht's auch schon direkt weiter. Die Erinnerungsklumpen habe ich nun, also Emotionsklumpen habe ich nun gesammelt. Ich habe auch die Frisur wieder geändert, da mir aufgefallen ist, dass die nicht so toll aussieht, weil wir wegen unseres Mikote die Ohren dort oben haben und somit sieht es an den Seitenrändern, also hier und da, dann irgendwie ein bisschen komisch aus. Ist zwar schade, aber naja. Gut, die Emotionsklumpen habe ich nun. Ich habe also 15 mal Level 70er Inhalte erledigt und nun können wir die Waffe nun hoffentlich endlich vollenden. So, Emotionsklumpen der Glorie. Ausgezeichnet und jetzt noch die Waffe. Gut, nun lasst uns das alles zu Meister Geralt bringen. Ich bin schon äußerst gespannt, was sein Ofen und das Speichersystem daraus zaubern werden. Damit hätten wir alles Nötige und ich habe wie immer einen Plan. Erzähl du doch bitte dem Speichersystem, welche Beschaffenheit die Waffe haben soll. Ich fange schon mal mit dem Hämmern an. Speichersystem ist übrigens ein ausgezeichnetes Stichwort. Egana, beim letzten Mal haben wir beim Einsatz des Systems eine Beschichtung verwendet. Wird die dieses Mal gar nicht gebraucht? Oh, Verzeihung, hatte ich das gar nicht gesagt? Die Äther-isolierende Beschichtung aus Seelenerde wird auch dieses Mal benötigt. Allerdings haben wir noch eine ausreichende Menge von den Tests übrig, die wir nach der Modifizierung des Speichersystems durchgeführt haben. Diesmal sind wir also bestens versorgt. Eine neue Beschichtung würden wir erst beim nächsten Mal benötigen. Glücklich zuvorkommt. Besten Dank. Das versteht ihr von selbst. Die Vervollkommnung der Waffe des Widerstands ist von allgemeinem Interesse. Außerdem möchten wir langfristig mit dem Widerstand zusammenarbeiten. Überzogene Forderungen wären das sicher nicht hilfreich. Das klingt so gar nicht nach dem Haus der Wunder, wie ich es kenne. Aber wenn ihr ausnahmsweise mal die Spendierhosen anhabt, bin ich natürlich der Letzte, der sich beschwert. Wie? Bereit für das Auftragen der Äther-isolierenden Beschichtung. Bitte gewünschte Parameter wählen. Gut, dann gucken wir doch mal.
Achso, jetzt können wir sie wieder so verteilen, wie wir sie hatten. Dann... ja, direkte Treffer natürlich auf Maximum. Genauso wie den kritischen Treffer. Das sind unsere beiden wichtigsten Werte. So. Und dann natürlich noch die Entschlossenheit. Zaubertempo ist jetzt für den Rotmagier nicht so wichtig, da wir ja dieses Doppelzauber haben. Gut, dann... ja, ich denke mal, so passt es. Dann leg mal los. So, fertig. Und das allergische Speichersystem hat dem Ganzen den letzten Schliff verliehen. Die Hoffnung und Wünsche des alten Bose haben Gestalt angenommen, in Form einer Waffe, die der Königinwache wahrhaft würdig ist. Nun Hilderes Disziplin. Als ich die Kristalle in die Waffe gehämmert habe, hat die Inschrift der Königin so hell gestrahlt wie nie zuvor. Aber da erzähle ich dir vermutlich nichts Neues, was? Du hast die Macht von Emotionen und Erinnerungen bei deinem Kampf gegen ihre Majestät ja am eigenen Leib gespürt. Und genau diese Macht steckt jetzt auch in deiner Waffe des Widerstands. Ich wette, nicht mal Gunhildere selbst könnte mehr Kraft aufbieten. Das klingt ja fast, als wäre die Waffe der Königinwache ebenbürtig. Allerdings, Zlatan, du hast es erfasst. Wie habt ihr mich gerade genannt? Das habe ich mir noch nicht eingebildet, oder? Ein richtiger Name. Ich bete, dass das nicht bloß ein flüchtiger Anflug von klargeistiger Nüchternheit war. Ehrlich gesagt habe ich einfach nur geraten. Aber auf meine meisterliche Intuition war halt schon immer Verlass. Ha! Übrigens sollten wir diesen freudigen Anlass nicht alleine feiern, oder? Ich meine, was wir hier gerade vollbracht haben, dürfte eine gewisse Person bestimmt brennend interessieren. Aber natürlich, ich werde Basayan sofort von unserem Erfolg berichten. Und ich unseren Vertrag neu verhandeln. Was für ein prachtvolles Meisterstück, davon könnte selbst die Königinwache nur träumen. Geralt, Regana, Zlatan, eigentlich hatten wir euch lediglich gebeten, die Waffe des Widerstands zu reproduzieren, doch ihr habt unsere kühnsten Erwartungen übertroffen und etwas geschaffen, das noch viel mächtiger ist. Das kann ich euch gar nicht hoch genug anrechnen. Und ich wüsste nicht, wer würdiger wäre, eine solch vortreffliche Waffe zu führen als Theo. In deinen Händen wird sie zu einer Fackel werden, die auf ewig das Licht unseres hart erkämpften Friedens in die Welt hinausstrahlen wird. Vielen Dank, werter Basalien. Wenn ihr erlaubt, würde ich jetzt gern noch kurz unsere Materiallieferungen und deren Bezahlung zur Sprache bringen. In Anbetracht der komplizierten Beschaffungswege sehe ich mich leider gezwungen, unsere Preise für zukünftige Lieferungen zu verdoppeln. Angesichts des Ergebnisses ist euch das die Sache aber sicherlich wert, vermute ich. Die Preiserhöhung wird auf ausdrücklichen Wunsch von Rowena vollzogen und steht deshalb nicht zur Diskussion. Ach, wirklich? Fräulein Rowena, was verschafft uns die Ehre eures Besuchs? Zlatan hat mich hergebeten, weil er sich gewundert hat, warum wir ihm all unsere Waren in großen Mengen aufdrängen wollten.
Ich habe mich darauf mit Gyuzan und den anderen unterhalten. Dabei hat sich herausgestellt, dass du ihnen diese Vorgehensweise ans Herz gelegt hast, und zwar in meinem Namen. Und eine Provision sollst du obendrein kassiert haben wollen. Das ist nicht wahr. Ich tat es nur für das Haus der Wunder. Was bringt es dem Haus der Wunder, wenn du deine Kollegin um ihre Erträge erleichterst? Einzig deine Bilanzen hätten besser ausgesehen, aber mit so etwas beeindruckst du mich nicht. Sie wollte dich damit beeindrucken? Das vermute ich jedenfalls. Regana hat mich von Anfang an bewundert und sich sogar freiwillig zum Dienst im Haus der Wunder gemeldet. Seitdem hat sie keine Gelegenheit ausgelassen, mir mit hohen Absätzen und Gewinnen imponieren zu wollen. Es ist wie ihr sagt, ich hatte auf das Geschäft des Jahrhunderts gehofft. Nicht nur für mich, auch für das Haus der Wunder. Wenigstens das müsst ihr mir glauben. Aber jetzt stehe mir wohl ihr die Kündigung ins Haus, wenn ich gar Schlimmeres, Wenn ich mich kurz dazu äußern dürfte, werte Rowena. Regana hat dem Widerstand große Dienste erwiesen. Sie hat uns das Speichersystem besorgt, das eigens für uns modifizieren lassen und dazu noch unsere Forschung unterstützt. Und vielleicht am wichtigsten, sie hat sogar dafür gesorgt, dass Geralt stets nüchtern genug war, um seine Arbeit verrichten zu können. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass wir ohne sie noch immer mit leeren Händen dastünden und Basalien heute nicht die Früchte unserer Arbeit präsentiert hätten. Ich möchte euch daher bitten, ihr eine zweite Chance zu geben und sie weiter eure Geschäfte mit dem Widerstand abwickeln zu lassen. Wenn es bei der ursprünglichen Vereinbarung bleibt und die Preise nicht verdoppelt werden, dann hätte auch ich nichts dem entgegenzusetzen. Also gut, da glücklicherweise niemand Schäden einbüßen musste, sehe ich mich in der Lage, eurem Wunsch zu entsprechen und Regana bis zum Ende unseres Vertrags weiterhin als Kontaktperson einzusetzen. Das klingt ja alles schön und gut, aber ich dachte eigentlich, dass meine Verpflichtung mit der Herstellung der Waffe des Widerstands erfüllt sei. Überaus witzig, Geralt. Wenn im Vertrag von die Königinwache die Rede ist, meint das natürlich die Wache in ihrer Gesamtheit und nicht bloß Tero als einstes Mitglied. Du wirst die komplette Mannschaft versorgen. Ihr sagt ja doch damals selbst, dass die Waffe von Tero nur als Prototyp gedacht war. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn euch auch dies, wie sonst so einiges weitere einfach entfallen sein sollte. Und bilde dir bloß nicht ein, du könntest deine ganzen Zechgelage hier als Spesen absetzen. Das wird natürlich alles auf die Schulden angerechnet. Also leg dich mal schön ins Zeug. Dank, Basalien. Ich verspreche euch, dass ihr eure Entscheidung nicht bereuen werdet. Und so scheint es mir, hat der Widerstand auf alles an Seiten gewonnen. Einen fähigen Schmied, eine gerissene Unterhändlerin und vor allem ein Symbol der Hoffnung, das du uns gegeben hast. Auch Zlatan ist um einiges an Erfahrung reicher geworden. Wir stehen noch immer am Anfang unseres Weges, doch ich blicke nun zuversichtlich in die Zukunft. Hab Dank, Tero. Wir werden dich nie vergessen.
So, wahrhaftiger Widerstand. Gunhildes Disziplin mit dem Item Level 535. Waffe des Widerstands, Ende der Saga. So, das war's nun endlich mit der Waffe. Sie ist vollendet und sieht zum Teil nicht mal schlecht aus. Ich muss sagen, die Klinge, nenne ich es jetzt einfach mal selbst, ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Allerdings das Schwebedings da, finde ich recht interessant. Was auch noch interessant ist, wenn man das die Waffe einfärbt. Moment, kann ich euch mal zeigen. Und zwar hier so sieht man es, glaube ich, am besten. Gut, zum Beispiel, wenn ich sie jetzt so metallic blau mache, ändert sich auch dieser Leuchteffekt hier an der Waffe selbst und eben dieser Schriftzug bei dem magischen Ding. Ich weiß gar nicht, wie man das Ding nennt. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es irgendwie interessant, dass sich das hier mit ändert. Somit kann man interessante Farbkombis machen oder eben auch Augenkrebs verursachen, je nachdem, was man gerade möchte. So. Unser Item-Level ist nun 530. Das ist meines Wissens nach auch das Maximum. Auch wenn wir jetzt noch unseren zweiten Ring auf 530 bringen würden, würde das, glaube ich, nichts am Item-Level ändern. Gut, aber dann gibt es ja noch eine Kleinigkeit, und zwar gibt es ja die Repliken der Waffe. Und hier, das ist unsere normale Waffe, die wir jetzt eben haben. Und dann gibt es auch noch die matte Variante, die ist dann einfach nur ohne Leuchteffekt. Also, ja, ist jetzt nicht so der Wahnsinn, aber na gut, wem es gefällt, der kann sich hier auch die matte Variante holen. So. Ja, im Prinzip wäre es das jetzt eigentlich. Die Waffe ist beendet und ja, auch sonst haben wir nun alles erledigt, was hier mit Bosia zu tun hat. Bosia ist ja befreit. Wir haben die Waffe vollendet. Ja, ich glaube, dann war es das hier erstmal. Sehen wir uns hier wahrscheinlich nicht mehr. Wobei, wir haben noch drei Klassen, die wir auf 80 hochbringen müssen. Da hole ich natürlich noch die Waffe, also kommen wir doch nochmal hierher. Gut, aber das ist nebenbei. Gut, dann war's das für diese Folge jetzt aber erstmal. Und ja, dann geht's zur nächsten Folge ganz normal irgendwo irgendwie weiter. Gut, dann ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute! Eisiger Zorn, der das Blut in meinen Adern zum Kochen bringt, soll der Brennstoff meines Hasses sein.